Hat die Tante schon wieder so viel Deko eingekauft? Das gibt's doch nicht. Immer diesen Tinnefier in der Ecke. Naja, was genau, seht ihr heute im Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht hier einen Haufen Herbstdeko. Ich zeige euch das Ganze jetzt natürlich noch im Detail nach und nach, blende euch die Preise ein und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich weiß, es ist noch früh, draußen knallt der Komet, aber bevor es so wie im letzten Jahr nichts mehr gibt, dachte ich, bin ich dieses Jahr etwas früher dran. Und ja, in diesem Sinne starten wir jetzt. Ganz viel Spaß und wenn es gefällt, ein Däumchen hoch. Los geht es erstmal mit dem Steckschaum. Ich habe 3 von den Blöcken mitgenommen. Den Preis seht ihr ja eingeblendet. Die sind so unfassbar günstig. Da kann man echt nicht meckern. Und dann habe ich noch 2 Pakete von diesen kleineren runden Steckschäumen mitgenommen. Und die passen super in Blumentöpfe. Im Herbst werde ich so einige Gestecke zaubern und habe aufgrund dessen die Dinger mitgenommen. Dann habe ich Sprühfarbe mitgenommen und zwar Weiß. Das ist ein mattes Weiß, für Innen und Außen geeignet. Die Sprühfarbe aus dem Action finde ich sensationell gut. Ich kaufe die immer wieder gerne und darum habe ich auch zugelangt. Ich habe so ein paar Do-it-yourself-Projekte vor und dazu brauche ich eine Menge Weiß. 4-mal. Und dann habe ich noch Silber mitgenommen und außerdem noch Gold mitgenommen. Das ist alles, Silber und Gold ist glänzend, Weiß ist matt, aber alles für Innen und Außen geeignet und 400 Milliliter drin. Die Preise seht ihr eingeblendet. Es wird nochmal ein separates Video geben zum Thema Herbst-DIYs und dann werdet ihr die Sprühfarbe auch wiedersehen. Dann gab es natürlich wieder künstliche Pflanzen. Da habe ich nochmal 2 mitgenommen. Die sind ziemlich lang, wie ihr seht. Und zwar mit solchen orange-gelben Blättern. Die Zweige habe ich insgesamt 4-mal mitgenommen. Ich finde, die sind unschlagbar günstig im Action und lassen sich so vielseitig dekorieren. Ob jetzt in der Vase oder im Gesteck, ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Und sie sind sehr schön platzsparend aufzubewahren. Dann habe ich noch 2 von den Pikanen mitgenommen. Die Blätter hatte ich im letzten Jahr nicht gesehen. Die sind nochmal etwas dunkler und haben auch eine andere Form. Davon habe ich 2 mitgenommen. Die bringen so ein bisschen Abwechslung in die Gestecke. Und was mich richtig geflasht hat, das hatte ich die letzten Jahre auch nicht gesehen, das waren diese hier. Diese kleinen roten Beeren, ich fand die so unglaublich günstig, da habe ich auch zugelangt. Das sind auch lange Stäbe, man kann die auseinandernehmen, die können noch mit in die Weihnachtsdeko einfließen. Die sind im Herbst schon schön zu nutzen, ob in beleuchteten Laternen, in Gestecken, in Vasen oder einfach nur in Dekoschalen oder sowas. Die gefielen mir so gut, da habe ich auch zugelangt und 4 mitgenommen. Die habe ich im Action bisher noch nie gesehen und auch nirgendwo anders für diesen Preis bisher gesehen. Das ist echt für mich ein Kracher gewesen. Dann im Bereich Floristik habe ich noch Moos mitgenommen. Ich hatte letztes Jahr schon mal Moos mitgenommen, das war dann dieses Standardgrün. Jetzt haben sie auch noch so ein weißliches mit drin. Das gefiel mir sehr gut und musste ich natürlich auch mitnehmen. Ein Paket Moos eben auch für die Gestecke. Dann habe ich ein Häuschen mitgenommen. Und zwar, ich denke mal, es soll so eine Eichel sein mit einem Eichhörnchen davor. Fand ich sehr süß und besonders auch für den Preis. Und das Ganze ist auch noch beleuchtet. Können wir mal gerade leuchten lassen? Ne, können wir nicht. Wahrscheinlich ist die Batterie leer, die da drin ist. Naja, hatte ich im Laden auch gar nicht gesehen. Mir ging es einfach um dieses Häuschen. Und jetzt ist es auch noch beleuchtet. Ja, das gefiel mir sehr gut und wird sich ins Gesamtbild gut einfügen. Dann hatten sie dieses Jahr Baumstämme. Die habe ich bisher im Action auch noch nicht gesehen. Ich würde sagen, das ist eher Plastik. Wahrscheinlich kein Keramik. Mit einer kleinen Igelfamilie drauf. Finde ich sehr süß gemacht und auch ein bisschen detailverliebt. Für den Preis auch eher selten.
und das Ganze dann auch noch mal mit einer Eichhörnchenfamilie. Gefiel mir auch sehr gut und musste natürlich auch mitgenommen werden. Dann habe ich einmal Küchentücher mitgenommen und zwar in so einem grau-weiß Farbschema mit Karos, einmal nur grau und einmal mit Streifen. Daraus werden wir in dem DIY Kürbisse basteln. Da seid gespannt. Das habe ich auf Pinterest gesehen, sah super süß aus und wird eine sehr, sehr tolle Herbstdeko werden. Dafür auf jeden Fall die Küchentücher. Und ich brauchte grünes Band und da habe ich das hier gefunden. Da sind so verschiedene grüne Bänder mit drin und ja, die geben da nochmal so einen kleinen Farbtupfer da rein. Dann habe ich noch so ein paar Streuteile geholt. Zum einen solche Eicheln. Die habe ich bisher auch noch nicht gesehen, drum mitgenommen. Dann habe ich Äpfel mitgenommen. Die passen auch noch gut bis in die Weihnachtsdeko und die mag ich sehr, sehr gerne und habe die auch direkt zweimal mitgenommen. Ja, dann habe ich noch Holzscheiben mitgenommen, 3 Stück in verschiedenen Formen. Die werden angemalt und dann werden das Kürbisse, ebenfalls fürs DIY-Video. Und wie gesagt, da habe ich verschiedene Formen mitgenommen, 3 Holzscheiben. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Riss drin. Ich dachte, das gibt auch nochmal so ein bisschen Charakter. Ja, eben die Holzscheiben. Dann für einen kleinen Kranz habe ich noch ein Eichhörnchen mitgenommen. Nochmal so ein ganz kleines. Das ja, sitzt dann in so einem kleinen Kranz. Ja, und dann, das ist jetzt nicht wirklich Herbstdeko. Ich habe mir Socken mitgenommen. Ich brauchte noch ein paar Socken. Und ja, im Herbst muckelt man sich auch gerne ein, ich zumindest. Und da habe ich Masken entdeckt. Und zwar das 5er-Set Goldmasken. Ich fand das Design sehr süß. Da ist für jede Partie was dabei. Da kann man sich so richtig verwöhnen im Herbst. Und ich habe für mich eins mitgenommen. Und ich habe beim Einkaufen auch an euch gedacht und habe das Ganze noch einmal mitgenommen. Und ja, dieses kleine Maskenset könnt ihr gewinnen. Was ihr dazu machen müsst und wie lange die Verlosung dauert, schaut unten in die Videobeschreibung. Da gibt es alle Infos dazu. Und ja, eine oder einer von euch kann sich dann hiermit schön verwöhnen. So, und dann kommen wir zum Ende. Ich habe noch 2 Produkte mitgenommen fürs Auto. Und zwar im Herbst regnet es ja bekanntermaßen gerne. Und ich habe im Auto keine Schirme mehr. Ich habe 2 so kleine faltbare Schirme mitgenommen. Die sind sogar windsicher, wird versprochen. Mit einem Durchmesser von 89 cm. Ja, die passen gut in die Tür. Also hier in das Fach, in der Seitentür. Und da habe ich 2 Stück mitgenommen für mich und den Beifahrer. Meist ist das ja René. Ja, und es kann ja auch passieren, dass man mal eine Panne oder irgendwas hat oder, weiß ich, Regen kommt in etwas größerem Ausmaß. Da habe ich diese Ponchos gefunden. Die fand ich sehr, sehr praktisch. Die sind platzsparend und ich dachte, das schadet nicht, wenn man 2 davon im Auto hat. Ja, eben für den Fall der Fälle. Darum habe ich von diesen Ponchos auch nochmal 2 mitgenommen. Und ja. Damit sind wir auf jeden Fall für den Herbst gerüstet. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Das war alles, was ich ja, dieses Jahr rund ums Thema Herbst gekauft habe. Dieses Jahr ist es einiges für Do-it-yourself-Projekte. Ich freue mich schon sehr darauf, bin ja schon auch so eine kleine Basteltante. Und ja, ich hoffe, euch interessiert das auch. Es wird auf jeden Fall ein Video kommen zum Dekorieren, zum DIY-Projekt und ja, ich bin gespannt und freue mich, denn wer schon länger dabei ist, weiß, die Hitze ist nicht mein Ding. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unterhalten. Momentan gibt es im Action Herbstdeko Loch und Löcher. Ich bin dieses Jahr sehr, sehr früh dran, das weiß ich. Aber letztes Jahr war ich spät dran und da gab es nichts mehr. Drum, dies Jahr einfach so rum. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar Neuheiten für euch dabei, vielleicht ein paar Inspirationen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.